Guten Tag, liebe Männer. Ich bin Natalia Pastakova, Partnervermittlung Ukraine, Natalia. Heute wollte ich ein bisschen mehr über die Beziehung, über das Kennenlernen, über das Paar Jana und Andreas reden, weil ich tatsächlich viele Fragen bekomme, wie läuft es normalerweise und ob diese Geschichte mit Jana und Andreas ein normaler Fall ist, ob das eine gute, diese schnelle eigentlich Entscheidungen, eine gute Lösung ist, ob das normal ist oder Ausnahme, ob das gut oder schlecht ist. Und es gab auch sogar viele Kommentare, die wir gelesen haben, wo die Menschen auch gefragt haben, ja, darf man sowas machen? Das ist doch eigentlich so schnelle Entscheidungen. Ist das gut oder nicht gut? Deswegen habe ich gedacht, dann halten wir uns ein bisschen dann mit dieser Geschichte auf und schauen, wie sich das Ganze entwickelt hat und wie kann man natürlich analysieren, schauen, was ist gut, was nicht gut ist. Wie Sie gesehen haben, jetzt das letzte Video, die Hochzeit von Jana und Andreas nochmal. Ganz, ganz herzlichen Dankeschön, Jana und Andreas, für dieses wunderschöne Video, das wir nutzen dürfen. Das ist ja wirklich unglaublich. Ich bin immer noch sprachlos, wenn ich solche Menschen treffe. Dieses Video haben natürlich Jana und Andreas uns nicht dafür gegeben, damit sie dann ganzer Welt zeigen, wie toll sind sie oder sowas, sondern tatsächlich als Dankeschön unserer Agentur, dass sie so ein tolles Glück, großes Glück des Lebens bekommen haben und die beiden sind so dankbar. Es ist was unglaublich. Die können immer noch dieses Glück, diesen Wunder nicht fassen. Wenn ich mit Andreas spreche, der sagte, ich kann immer noch nicht glauben, was mit uns passierte. Wenn ich mit Jana spreche, das ist ja Wahnsinn. So eine tolle, liebevolle Frau. Und die sagte, Natalia, ich werde dir lebenslang dankbar sein. Natürlich darfst du alles haben, wenn du da was haben möchtest. Wir sind dankbar, dass dieser Wunder dank dir entstanden ist, dass wir zusammen sind, dass wir überhaupt ein Paar sind. Die sagte, Jana, ich habe von diesem Mann immer geträumt und dann, dass das so schnell passieren konnte, dass dieser Traum auf einmal wahr werden kann. Ja, da gab es zum Beispiel Kommentare, fällt mir jetzt in den Kopf, wo zum Beispiel viele geschrieben haben, ne, nicht viele zum Glück, sehr selten, sehr wenige geschrieben haben, dass, wo sie, ja, wenn das so schnell ist, ob es hält. Das ist auch interessant, wir halten uns kurz auch damit auf. Erstmal herzlichen Glückwunsch Jana und Andreas, dass ihr euch gefunden habt. Ihr seid ein ganz tolles Paar, ist ja unglaublich. Ihr seid jetzt ein Teil meines Lebens. Ich habe jetzt, wie Sie gesehen, schon Dekoration in meinem Büro ein bisschen geändert. Jetzt habe ich da bei mir so eine Ehrentafel von meinen Kunden. Da sind erstmal die natürlich, die nach eigenem Wunsch ihre Fotos gegeben haben, wo sie sagen, ja, ich habe nichts dagegen, dass man mich sieht. Und eigentlich, da sind unsere sowieso Stars alle, die sowieso schon die ganze Welt kennt, die Jana, Andreas, Jana und Ben, Alex, Anna kennen wir auch schon von Kommentaren sehr viel. Dann Victoria und Tobias, Angela, Christian, das sind so alle meine Erinnerungen. Jetzt ganz frische Markus und Victoria, die waren wirklich alle letzte Monate die Paare, die entstanden sind. Und wissen Sie, das sind so die schönsten Momente auch in meinem Leben. Und wenn ich dann ins Büro komme und jetzt meinen Arbeitstag anfange, dann habe ich euch hier bei mir, die meine Bindchen. Ja? Und dann natürlich, dass wir diesen wunderschönen Abschnitt des Lebens zusammengegangen sind, das waren auch in meinem Leben wunderschöne zeitliche Abschnitte. Und ich muss mich wirklich ganz herzlich bei euch bedanken für diese wunderschönen Momente. Und jetzt habe ich euch an der Wand und schaue mir immer jeden Tag euch an und dann lächle ich mich und erinnere mich an jeden Moment, an jede Tage, die wir zusammen gelebt haben. So, zu Andreas und Jana. Ob das normaler, gewöhnlicher Fall ist, wir nehmen Andreas und Jana, weil ihr habt alle dieses Paar gesehen. Das war eigentlich das erste Paar, was wir so, sagen wir,
präsent gezeigt haben bei uns auf dem YouTube-Kanal. Eigentlich habe ich früher das nie gemacht, bis zum Beispiel jetzt, ich frage nie Kunden, möchtest du das oder möchtest du, erst wenn ich von dem Kunden selbst höre, bekomme, sagte ich, ich würde gerne auch dir ein Video geben, dann nehme ich das gerne auch an. Ja? Sonst stelle ich die Kunden selten solche Lage, eigentlich nie, dass man so, sagen wir so, sich unwohl fühlt, mir Nein zu sagen, bringe ich sie gar nicht zu diesem Zeitpunkt. Und noch was Interessantes ist, da war ich auch ein Kunde, kommt zu mir, sagt, ich möchte dein Kunde werden, aber bitte ohne Kamera, begleiten Kamera. Dann habe ich nur geantwortet, weißt du was, wenn wir dich mit der Kamera begleiten, kostet das teurer, weil da mehr Arbeitsaufwand ist. Deswegen will ich damit Ihnen sagen, wir werden Ihnen natürlich nicht sagen, wir begleiten Sie mit der Kamera. Nur natürlich, wenn jemand einen Wunsch hat, ja, wie Andreas. In München sagte er mir das selber, ja, und machen wir ein Video mit dir, wo ich dachte, ist gerade gekommen, welches Video, habe ich überhaupt keinen Platz im Kopf für ein Video, zuerst müssen wir mit dir arbeiten, weiß man nicht, wie viel habe ich mit dir zu tun und wie viel Arbeit und wie viele Monate und Jahre wirst du bei mir hier in dem Ablauf sein, das weiß man nicht am Anfang, weiß man nicht, es kann schnell sein, es kann nicht schnell, es kann bei der ersten Anfrage sein, es kann länger dauern, deswegen wir sind für alles offen und schauen, wie sich das entwickelt. Der Weg ist, das Ziel ist unser Weg, ja? Oder der Weg das Ziel. Das ist, alles muss angenehm und schön sein und wir gehen bis zum Ziel mit Ihnen zusammen. Also, Andreas, ich habe einmal schon erwähnt, mit Andreas haben wir so angefangen. Ich war in der Ukraine bei einer Begleitung eines exklusiven Kundes, war dann unterwegs. Ich habe das immer, wenn ich dann in der Ukraine bin, habe ich auf jeden Fall bearbeite ich E-Mails und WhatsApp. Telefonieren kann ich nicht so mehr schön wie hier im Büro in Essen mit Ihnen, weil da natürlich die Möglichkeit, nicht nur weil da natürlich nur über WhatsApp würde gehen, aber natürlich ich bin unterwegs bei der Begleitung, persönlicher Begleitung. Deswegen ist es so, ich beantworte E-Mails, ich beantworte WhatsApp, Mitarbeiter arbeiten alle wie gewöhnt, aber ich gehe nicht so schnell zum Telefon. Von Andreas habe ich eine E-Mail bekommen, ich war in Kiew, denken Sie daran. Ja? Dann kommt ein E-Mail, was kostet bei Ihnen exklusive Vermittlung? Dann habe ich gelesen, ich hatte, normalerweise würde ich gerne telefonieren und alles erzählen, was wir, wie und Unterschiede, verschiedene Vermittlungsmodelle, weil ich wenig Zeit hatte und unterwegs ständig war, habe ich ihm nur eine E-Mail geschrieben und unser Angebot geschickt und das war alles. Dann habe ich gedacht, naja, wartet sowieso ein paar Tage, bald bin ich in Deutschland und das sowas. Nächsten Tag ruft Herr Flöder, unsere Buchhaltung, mich an und sagt, Natalia, wir haben hier eine Summe für exklusive Begleitung bekommen, aber ich kann diesen Mann überhaupt nicht finden, da gibt es keinen Namen, nichts von ihm. Wir haben keine schriftliche Korrespondenz mit ihm, nichts. Ich sage, das alles stimmt, alles stimmt, und zwar einfach zum ersten Mal sowas. Normalerweise telefonieren wir mit Kunden, wenn da was passiert, ja, wenn man die Entscheidung trifft. Dann kam ich zurück und dann habe ich Andreas angerufen. Dann habe ich noch gesagt, das ist sehr ungewöhnt, das Ganze, wie du das alles gemacht hast, aber freue ich mich sehr, vielen Dank für Vertrauen, aber das sowas natürlich. Am Telefon war Andreas so ein bisschen zurückhaltend und hatte, ich habe das Gefühl, der hatte noch nicht so ganz viel Vertrauen. So ein bisschen so, war noch vorsichtig, sehr vorsichtig, obwohl er hat schon alles komplett bezahlt. Ja, überlegen Sie mal, Vertrauen sollte das schon sein. Ja? Und dann haben wir uns verabredet, wann ich zu Andreas komme. Der kommt, wohnt in München, dann haben wir uns in München getroffen. Bis dahin haben wir schon einige Kontakte mit Andreas gemacht, einige Frauen hat rausgesucht, die ihm gefallen und dann bin ich nach München gefahren. Wir haben eigentlich wenig über diese Frauen gesprochen, ein bisschen. Ich habe ihm so ein bisschen meinen Eindruck über Frauen vermittelt, weil da waren schon einige Briefe und zu diesem Moment, glaube ich, da war schon Jana gehörte zu Favoriten bei Andreas und deswegen haben wir natürlich auch über Jana gesprochen in München, aber wir haben auch mal zusammen gebummelt, zusammen gegessen, zusammen gelacht, wir haben uns kennengelernt, wir beide, so dass man natürlich aus diesem geschäftlichen
auf das freundschaftliche Beziehung langsam umsteigt, wenn man so sich im wahren Leben, im realen Leben kennengelernt hat, ich und mein Kunde. Dann vertraut man sich noch mehr, dann kann man schon sagen, hey du, pass mal auf, wie denkst du, wie findest du? Das ist natürlich ein optimaler Weg, das war bei Andreas so, deswegen ist das auch schneller gegangen. Nicht nur deswegen, Andreas ist also unglaublich offener Mensch und der ist dafür da, schnelle Entscheidungen zu treffen, konnte man schon sehen. Andreas sollte noch operiert werden am Bein, deswegen hat er mir in München gesagt, weißt du, ich weiß nicht, ob das mit dem Fliegen schnell gehen werde. Ich werde ins Krankenhaus gehen, dann meine Operation. Ich glaube, irgendwie erst nach 8-10 Wochen kann ich dahin gehen. Man muss denken, dass bei Andreas war sehr kurzfristig alles. Der ist gekommen, irgendwie nach einer Woche haben wir uns, der hat Geld überwiesen, nach einer Woche war ich ungefähr in München, nach 1,5 Monaten sind wir dann in die Ukraine geflogen. Unsere Reise haben wir auch früher geplant als dachten, weil da war eigentlich gerade günstiger Moment mit dem Fliegen, das war auch so, man sucht, man findet, man hat schon Kontakte aufgebaut und dann man schaut auf die perfekte Zeit, perfekte gibt es im Moment nicht so richtig, aber am günstigsten Zeit sucht man aus, wann kann man tatsächlich jetzt fliegen. Da war noch ein Moment, man brauchte keinen Test, man brauchte dies und das nicht, dann sagen ja, jetzt einsteigen ins Flugzeug. Wie ist das mit deiner OP, habe ich gefragt, kannst du überhaupt fliegen? Ja, ich glaube schon, man muss dann die Nähte noch in Kiew mir entfernen, aber ich glaube, ich werde vorsichtig, kann nicht viel laufen, aber das ist eine günstige Zeit, lass mal uns fliegen. Das heißt, eigentlich durfte er noch nicht so richtig, aber der Arzt sagte, ja gut, mach wie du willst. Eigentlich hat Andreas gesagt, ja, ich will. Und dann ging es los. Andreas hat einige Treffen geplant und Jana sollte eigentlich das erste Treffen sein, weil das auch seine Favoritin war. Jo, dann haben wir natürlich so vorbereitet, dass ich beim ersten Date mit Andreas dabei bin. Mit Jana habe ich natürlich den ganzen Ablauf bis zu diesem Zeitpunkt Gespräche geführt und wir haben natürlich so gesprochen über Andreas, über Jana, ja, kann das passen, nicht passen, auch über die anderen Kontakte. Und dann war es so, Andreas, muss man denken, Andreas hatte keinen direkten Kontakt bis zu dem Treffen. Der hat diese Zeit alles über die Agentur laufen lassen und er ist nicht auf den direkten Kontakt umgestiegen, damit er natürlich immer wieder die Möglichkeit hat, uns anzusprechen, mich anzusprechen. Weil solange die Briefe über uns laufen, sind die Briefe inhaltlich viel größer, wo man viel mehr lesen kann, analysieren, verstehen kann, wo der Mensch nicht emotional schreibt, sondern Ruhe findet und nicht dann unter Stress schreibt, sondern passende Zeit findet, setzt sich hin und dann mal wirklich konzentriert sich auf den Brief und dann sortiert Gedanke und dann bringt aufs Papier. Da kann man damit arbeiten. Und das Schönste, man kann immer wieder den Menschen dann anrufen und zu dem Brief reden oder wie läuft es, weil der Mensch seit Frau oder Mann, Jana zum Beispiel, weiß, alles läuft über Natalia. Da ist natürlich selbstverständlich, dass Natalia mich kontaktieren wird und fragen wird, nicht nur aus Neugier, sondern einfach um zu verstehen, auch nicht so, Andreas will wissen, ob du ihn magst. Nein, nein, das kommt so an. Jana, gefällt dir alles? Wie findest du Andreas? Ist alles in Ordnung? Und wie machen wir so? Wie findest du so? Wir bereiten dann gemeinsam das Treffen. Wir bereiten gemeinsam das Date. Das heißt, der ganze Ablauf war natürlich noch in den Händen der Agentur. Und Andreas hat einfach nur Glauben, Hoffnung und Vertrauen, dass wir das alles richtig machen. Und dass die Informationen, die er von uns bekommt, die stimmen.
Ja, und das natürlich, wenn er mir vertraut, dann muss er dann Jana nicht unter die Lupe nehmen und sich noch mit Gedanken beschäftigen, sagt sie jetzt mir die Wahrheit oder nicht? Schreibt sie mir, um zu gefallen oder nicht? Weil wenn ich schon lese, Briefe mitlese, dann schreiben die Frauen die Wahrheit. Sonst werden sie schnell das Gefühl bekommen, dass ich merke, wenn das nicht stimmt, wenn die Inhalte nicht stimmen. Da trauen sich die Frauen sowas nicht mit uns zu machen. Gut, das Treffen. Wie ich gesagt habe, der Kontakt ging nur über die Agentur. Jana hat sich sehr sicher und wohl gefühlt, weil die weiß, ich komme auch zum Treffen. Die wusste, ich selbst habe die Briefe nicht übersetzt, aber viele gelesen davon, wir konnten darüber reden. Ich habe Jana kennengelernt, ich habe Andreas kennengelernt. Ich erzähle jetzt nur als Beispiel dieses Paar natürlich, weil ihr alle dieses Paar kennt, damit sie verstehen, warum entwickelt sich das Ganze so schnell. Nicht, weil sie oberflächlich sind, sondern weil das anders aufgebaut war alles. Ja? Nicht, dass die beiden Dummerchen sind, sonst würde die Beziehung tatsächlich nicht halten. Aber da war ganz andere Basis. Gut, dann das Treffen. Wir haben geguckt, unsere Flüge konnten wir nicht so buchen, dass wir gemeinsam kommen. Andreas flog aus München, ich flog, glaube ich, aus Düsseldorf. Er landete glaube ich, um 14 Uhr oder um 11 schon. War ziemlich früh, ich war noch im Flughafen, dann war schon Andreas im Hotel, dann hat er mich schon angerufen. Natalia, man hat mir ein schlechtes Zimmer gegeben. Natalia, man hat mir irgendwie zu lautes Zimmer gegeben, rede mit den Menschen hier bei Rezeption, mir gefällt das Zimmer nicht und die müssen was tun, sonst ziehen wir beide nach Hilton um. Und dann habe ich dann angerufen, sagen, Leute, geben Sie diesem Mann das beste Zimmer, was Sie haben, sonst ziehen wir um. Dann haben sie tatsächlich ihm das beste Zimmer gegeben. Andreas war zufrieden, aber ich habe verstanden, Andreas war aufgeregt und Andreas war aufgedreht, weil er heute diese Jana treffen wird am Abend. Da war natürlich Grund für Aufregung. Am Ende hat er dieses Zimmer bekommen, wo ich dachte, eigentlich ich würde lieber nach Hilton umziehen. Ne? Und das Hotel ist viel schöner, ne, als Krещатик. Na gut, das war alles in Krещатик. Ein Krещатик, diese Liebe. Ne? Und das Frühstück war im Krещатик nicht gut. Deswegen, wenn Sie Krещатик gehen, lieber nicht nehmen, lieber was anderes. Ja? Vielleicht ändern Sie sich, aber im Moment würde ich nicht empfehlen. Aber wir hatten Glück in Krещатик und natürlich, das war die schönste Zeit für Andreas und Jana in diesem Hotel. Gut, ich kam tatsächlich irgendwo um 7 Uhr oder halb 8. Um 8 sollte unser Date stattfinden, das erste Date. Und dann kam ich noch mit dem Koffer, dann hatte ich irgendwie 10 Minuten Koffer ins Zimmer zu werfen. Andreas stand schon wunderschön und schick und ganz toll angezogen und war er glücklich natürlich und zufrieden. Ich werde dann dieses Video noch Fotos einbauen, wie es war, weil das wirklich ganz wunderschöne und vergessliche Momente. Dann war das erste Date, dann kam Jana mit Taxi, wir sind beide eingestiegen. Ich habe noch Andreas vorgestellt, ja, ich habe vorgeschlagen. Du kannst natürlich, Jana kann Englisch und du kannst Englisch. Ihr könnt euch auch alleine treffen schon. Und ich komme dann später, dann hast du Zeit nicht den ganzen Tag, hast du Zeit genutzt. Nein, sagte nein, wir treffen uns so, wie es sein soll. Wir treffen uns alle drei und du bist dann zum Beispiel dabei, damit da kein Fehler unterläuft, nichts. Und so haben wir auch gemacht. Dann kam Jana mit Taxi, wir sind dazu eingestiegen. Wir haben ein Restaurant, hat Jana, glaube ich, gebucht. Und dann sind wir dahin gefahren. Und dann war am ersten Abend schon, konnte man merken, das hat geknallt und gefunkt und die Liebe war da. Das konnte man nicht übersehen. Das Gute, wissen Sie, das Gute, das Wichtigste, man darf nie vergessen, wenn die Menschen sich treffen, beide sind total aufgeregt. Wenn sie sich schon mögen, dann sind
die Emotionen so stark, dass das Gehirn nicht mehr mitkommen kann und Verstand schaltet sich ab. Man guckt, man ist verliebt, man kann die Gedanken nicht mehr sortieren und es ist wirklich sehr schwierig zu planen, was mache ich jetzt richtig, was mache ich falsch, was sind die nächsten Schritte, in welche Richtung soll ich die Frau jetzt führen, lenken, damit es richtig alles abläuft. Deswegen die Begleitung natürlich hier sehr wichtig, damit sich die beiden entspannen. Natürlich sind sie emotional aufgeregt, aber dann muss man sich noch nicht gestresst und nicht aufgeregt sein, um einfach noch zu gucken, sage ich was Falsches oder Richtiges. Drücke ich jetzt auf Englisch wirklich das, was ich sagen will? Wie heißt dann denn das nochmal, weil dieses Synonym ist nicht gerade das, was ich ausdrücken wollte. Und dann ist natürlich die Person zum Beispiel, ich bin dafür für die Sprache zuständig, ich bin dafür, um die beiden zu beruhigen, ich bin dafür, um irgendwelchen Spaß oder Humor irgendwie einzuschalten, damit sich alle entspannen und sich aufeinander konzentrieren. Andreas konnte nichts mehr, glaube ich, so richtig denken, der hat nur auf Jana geguckt mit solchen Augen, der hatte Speisekarte. Der hatte Speisekarte, guckte auf so Speisekarte, Jana sitzt hier, er sitzt hier, der guckte auf so Speisekarte, hat sich von Jana versteckt und sagte nur, ja, habe ich schon verstanden eigentlich. Dann bin ich ja mit Jana dann auf die Toilette gegangen und sagte, und wie findest du ihn? Oh, genau so, sagte Jana. Ja, und dann natürlich war das klar, die sind dann verliebt schon. Dann nach diesem Date ist Jana nach Hause gefahren und wir haben noch mit Andreas alles besprochen. Und er sagte ganz deutlich, was mich angeht, will ich kein zweites Date mehr. Und dann musste ich natürlich mit Jana sprechen und ich wollte natürlich von Jana das Ganze hören, aber bei Jana ist es so, bei Jana war auch noch ein Kontakt da, aber Jana hat sich auch verliebt. Und Jana wusste aber nicht, ob sie richtig liegt hier mit ihren Gefühlen, ob sie jetzt wirklich alles andere absagt und wenn sie Andreas liebt, aber die wusste nicht, was Andreas für sie hält. Andreas kann auch nicht so mit diesen Gefühlen in die Tür fallen und sagen, Jana, ich liebe dich und du bist meine Liebe. Ja, die denkt, das ist einfach unmöglich, wenn der Mann sowas sagt am ersten Abend. Das kann doch nicht wahr sein. Und natürlich, diese Offenbarung dieser Gefühle, ach, das dauert, wenn sie dann mit der Frau alleine sind. Wenn sie zum Beispiel sofort sagen, ich liebe dich, ich will dich heiraten, werde meine Frau, das wird übertrieben und man glaubt ihnen nicht so richtig, weil dann dieser innere Psychologe sich einschaltet und sagt, ja, woher weißt du denn, ob er noch weitere Kontakte hat? Woher weißt du das, ob er nicht jedem Mädchen das am gleichen Tag erzählt? Woher weißt du das, das und das? Mach du keinen Fehler, sag mal den anderen noch nicht ab. Und sowas. Ja? Und das natürlich wird nicht so schnell, diese Entscheidungen werden nicht getroffen. Andreas sagte mir, Natalia, was sollen wir machen? Sollen wir jetzt, wie kann man diese Situation so lösen, dass wir dann zusammenbleiben? Ich sage, Andreas, ich kann da nicht jetzt mal Jana unter Druck setzen. Am besten, Jana sagt mir das selber, was sie fühlt. Gib Jana ein paar Tage, vielleicht einen Tag. Wenn sie morgen nicht sagt, dann gib mal einen Tag hier morgen. Wir verbringen morgen einen schönen Tag zusammen. Und dann kann Jana beobachten, kann ihre Gefühle nochmal sortieren. Und dann kann sie uns bestimmte Informationen sagen, die uns helfen. Also das ist das Wichtigste, die Begleitung bei der Aufbau und dann natürlich auch hier bei dem Treffen ist unglaublich wichtig, diese Begleitung, damit man diese Beziehung sicherer aufbauen kann, gut einschätzen kann, was denkt die Frau, ob sie wirklich gleiche Gefühle hat zu mir, ob meine Gefühle tatsächlich widerspiegeln sich bei der Frau. Man muss das alles miterleben. Und natürlich, man muss der Frau diese Sicherheit geben, ja, guck mal, wie er auf dich denkt. Weißt du, was er mir gerade gesagt hat, das und das. Und das ist natürlich nicht so, kommt nicht so rüber, dass Andreas sagte mir, ich soll Jana sagen, sondern wir sind wie zwei Freundinnen, wo ich sage, Jana, so ein Mann kommt nicht jedes Jahr einfach ins Haus. Denk mal nach. Was denkst du? Ja, sagte ich,
Dann kommt der nächsten Tag und sagte mir selbst: Weißt du, Antalya, ich bin sicher. Ich möchte mit ihm Beziehung aufbauen. Ich möchte keinen Kontakt mehr haben und ich möchte keine Treffen mehr haben. Ich möchte dich nicht im Stich lassen und sowas. Wie findest du das? Warum nicht im Stich? Weil bei Jana war noch ein anderes Treffen geplant. Dann habe ich gesagt: Jana, wenn die Liebe passiert, dann muss man dieser Liebe, wenn du merkst, das ist der Mann, mit dem ich Beziehung aufbauen will, dann gib den Signal diesem Mann, dann gib ihm diese Sicherheit, dann gib ihm dieses Gefühl, dass du ihn liebst und zeig ihm das. Muss man zeigen, sage ich, sonst wird er auch unruhig und nicht sicher, dann kommt ihr nicht weiter, dann müsst ihr wirklich miteinander direkt Klarheiten setzen, klare Sprache sagen. Du musst ihm sagen direkt und der muss bestätigen dir und dann musst ihr das tun, tatsächlich andere Dates absagen. Es tut mir leid für die anderen Leute, aber die werden auch ihre Liebe finden. Da muss man wirklich, jeder findet seine Liebe. Aber bringt uns nichts, wenn du, um mir keine Schwierigkeiten zu machen, zu dem anderen Date gehst. Nein, dann lieber erkläre ich dem Mann, tut mir sehr leid, aber diese Frau hat ihre Liebe gefunden, genauso mit dem Andreas. Da war noch eine Frau, die ganz toll ihn fand. Und da musste auch dieser Frau erklären, leider hat dieser Mann seine Frau schon gefunden. Und dann natürlich, wenn man das klärt von beiden Seiten und jede Seite sagt, ich suche nicht mehr. Aber dann muss einer sein, dem beiden vertrauen, weil du kannst der Frau das nicht sagen, ich suche nicht mehr, ich liebe dich. Da muss die Frau wirklich sicher sein, dass das die Wahrheit sein, dass sie ihnen vertrauen kann. Dass es diese Sicherheit kommt oder durch längere Zeit oder dieses Vertrauen muss so stark sein, dann am besten muss jemand dritte Person sein, Begleitung sein für sie, wo die Frau immer gucken kann, ist das wahr? Wie findest du? Auch wenn meine Dolmetscherin in Kiew begleitet, die erzählt mir dasselbe. Da war auch ein Paar, meine Dolmetscherin begleitet und die sagte mir, Natalia, ist ganz anders, wenn die Begleitung haben. Die Frau, auch nach dem Treffen, die ruft mich dann alle zwei Tage und sagt, so, was denkst du? Wie denkst du? Du hast diese Situation gesehen. Wir haben gestern das und das gesprochen. Haben sie auch so verstanden? Ist das richtig? Habe ich richtig verstanden? Mache ich jetzt richtig oder denke ich falsch? Wie sind die Männer und sowas? Die brauchen diese Unterstützung und diese Gespräche, Nachgespräche, während der Gespräche. Wir können diese Gespräche führen, wenn wir dabei waren, wenn wir das gesehen haben. Sonst klingt das unglaubwürdig. Gut, Tag 2. Jana sagt ihre Dates ab. Ein Date hatte sie. Andreas hatte auch ein Date, sagt auch ab. Die haben sich ein Wort gegeben. Jana hat sich am zweiten Tag abgemeldet von der Webseite und die waren ein Paar. Dann wollten sie mich erstmal nicht mehr sehen. Dann haben sie dann selber irgendwelchen Ausflug gemacht mit dem Boot auf Dnieper. Ich habe Andreas gesagt, Andreas, wie fandst du den Ausflug? Andreas sagte, ich habe nichts gesehen. Ich habe nur Jana vor mir gesehen. Ne? Okay. Und am dritten Tag haben wir schon über weitere Schritte gesprochen. Weil die haben sich entschieden schon. Die haben sich entschieden, zusammen zu sein. Und die wollen weitere Schritte planen. Und dann haben wir vieles besprochen und schon zeitliche Abschnitte mal zusammen besprochen. Da war ich dabei, da waren Jana und Andreas und in aller Ruhe, jeder in seiner Muttersprache, ganz ausführliche, lange Gespräche geführt, die natürlich schon ganz klar jeder hat dem anderen gezeigt, dass man ernst meint und man will sie binden und man hat natürlich gesprochen, was ist möglich, welche Wege für dich möglich, was ist mit deiner Arbeit, wann kannst du kündigen, wann kannst du freinehmen, für wie viel und das und das und das. Man hat noch nicht gesprochen, wann wird geheiratet, aber man hat ganz deutlich gesprochen, wann kannst du zu mir kommen, wie machen wir dies und das und so ungefähr. Am vierten Tag entwickeln sich die Gefühle noch weiter und weil die haben schon Zukunft geplant und gerade Stand, ja, und dann, aber die sind weiter zusammen und die Gefühle sind stärker und das ist die wahre Liebe. Das ist die wahre Liebe. Die
reden offene Sprache mit offenen Karten, dann sagen sie, weißt du was, dann haben sie sich verlobt da. Und dann hat Andreas gesagt, weißt du was, dann bleibe ich hier noch 2 Wochen. Und dann ist er auch geblieben 2 Wochen. Aber wissen Sie, das sind so viele Entscheidungen sich hier gefallen. Und bevor man etwas sagt, hat Andreas mit mir zuerst gesprochen. Bin ich zu früh? Bin ich zu ungeduldig? Ist das wahr alles? Das ist so ein Wunder, das kann nicht sein. Das kann doch nicht passieren. Ja? Und ich war die natürlich, die musste natürlich das analysieren. Ist das jetzt wahr? Wirklich? Hat er wirklich diese Chancen mit Jana, morgen das zu fragen und ja zu bekommen? Ist das jetzt die richtige Zeit dafür? Was denkt Jana? Dann habe ich mit Jana gesprochen. Jana sagt, das ist doch nicht wahr. Der ist so ein Perfekter. Das ist ja unglaublich. Dann sage ich, Jana, genauso denkt er. Wenn du dir vorstellen kannst, mit ihm jetzt loszulegen und aufbauen auf der ernsten Basis, dann ist er voll dabei. Nachdem Jana sagte, ja, ich möchte nicht dann 3, 6 Monate warten, ich möchte jetzt anfangen. Die Zeit spielt gegen uns. Wir werden nicht näher, wenn wir zu lange überlegen. Ich habe mich entschieden, ich habe ihn erkannt. Jana ist ja sehr schlau und kluge Frau. Sie hat ihn erkannt, sie hat sich verliebt. Das war alles wahre Gefühle. Und ich bin natürlich die, die bestätigt hat, ich war bei Andreas zu Hause, ich habe ihn gesehen. Das ist, ich habe mit ihm viel Zeit verbracht. Deine Einschätzung von diesem Mann stimmt mit einem überein. Und genauso habe ich das Andreas erzählt. Deswegen ging es so schnell. Deswegen ging es so schnell. Auch die 2 Personen, die sind auch gleich sehr ähnlich. Die sind dafür da, schnell Entscheidungen zu treffen, aber nicht oberflächliche Entscheidungen. Die haben beide Gefühle, gleiche Gefühle, die haben sich verliebt. Die waren sicher, dass das beide ernst meinen und ehrlich, weil sie mich dabei haben und ich habe natürlich das bestätigt, den beiden, ihm und ihr. Deswegen diese Beziehung, dieser Ablauf ist nicht so richtig normal. Und nur bei diesem natürlich, bei diesem Fall mit der persönlichen Begleitung und wenn sie dann die richtige Frau getroffen haben. Aber meistens liegen bei uns Männer selten zu falscher Frau. Eigentlich, wir bereiten schon auch so vor, dass man zu der richtigen Frau fliegt, wenn man diesen Weg mit uns gegangen ist, diese Begleitung durch uns. Und dann nehmen Sie noch die Dolmetscherin vor Ort. Wenn nicht mich, dann wird alles richtig sein. Da werden Sie nicht enttäuscht. Ja, und Sie können sich natürlich vorstellen, ich habe auch kein Interesse, Ihnen falsche Frau zum Date zu schicken, weil ich genieße diesen Ablauf wie bei Jana und Andreas. Ich bin mit Andreas in dem gleichen Hotel, ich frühstücke mit Andreas, ich esse am Abend mit Andreas und natürlich, ich bin glücklich, wenn Andreas glücklich sein. Das muss natürlich auch sehr schön sein, angenehm sein. Und dann genieße ich natürlich das, wenn ich glückliche Augen meiner Kunden sehe und dann glückliche Frau und natürlich diesen glücklichen Abschluss. Besser geht es nicht. Besser geht es nicht. Ich will wirklich sehr ungern meinen Kunden beim Frühstück mit der sauren Miene sehen und so, wir sind zufrieden. Dann gehe ich sofort in einer Stunde in mein Zimmer, ziehe ich mich zurück und suche ihm sofort in 2 Stunden andere Dates und hole ihm interessante Frau in der Hoffnung, dass er seine Laune, dass sich seine Laune verbessert. Ja, und gut, dann 5 Tage habe ich die beiden begleitet, die haben sich verlobt, wir haben Verlobung schon gefeiert am 5. Tag und dann habe ich mich von den beiden verabschiedet. Aber die waren natürlich auch weiter mit mir im direkten Kontakt, weil daraus schon eine Freundschaft entstanden. Wenn man so nah mit Menschen diese Zeit verbindet, da entsteht schon richtige Freundschaft. Und die Menschen natürlich, 2 Bienen, selbstverständlich, sie sehen auch die beiden. Gut, dann haben sie mich immer informiert. Die waren schon dabei, die Vorbereitungen zu treffen. Die haben gesagt, guck mal, wir gehen, wo können wir heiraten, überlegen wir schon. Ich möchte sofort Jana mitnehmen. Ich möchte jetzt, dass das alles richtig läuft. Am liebsten will ich mich von ihr nicht trennen und sowas und sowas. Dann haben sie natürlich auch diese gute Möglichkeiten gefunden. Sie haben auch in der Ukraine, ich glaube, 1,5 Monate später geheiratet.
verheiratet. Jetzt sind sie glückliches Ehepaar und wenn ich mit denen spreche, die sagen immer noch, ich kann nicht glauben, dass sowas passieren konnte. Ich kann immer nicht fassen, was mit uns dort in Kiew alles passierte. Ja, ich kann auch nicht, deswegen habe ich dann jetzt diese schönen Bilder von den beiden bei mir an der Ehrentafel und wenn ich das immer wieder anschaue, dann weiß ich, die wahre Liebe gibt es, diese wunderschönen Gefühle gibt es, es gibt ganz tolle, wunderbare Menschen und es gibt natürlich diese wunderbaren Momente, an die ich immer wieder erinnere, wenn ich diese Fotos anschaue. Ja, jetzt geht es Jana und Andrea sehr gut. Die sind im Moment in Kroatien. Die haben für sich sogar ein kleines Hotel jetzt gekauft, gemeinsam gekauft. Und Diana ist Hotelmanagerin, Hotelkauffrau. Jetzt kann sie zum Beispiel auch dort voll beschäftigt sein, 24 Stunden und dieses Hotel führen. Und dann haben wir natürlich, wir telefonieren öfter mit den beiden und haben wir schon gesagt, und mit den anderen natürlich Kunden, mit Ben telefoniere ich, mit den jetzt neuen Kunden telefoniere ich, die jetzt bei uns in der Vorbereitung sind für das erste Date. Und immer wieder sagen mir die Menschen, ich würde gerne mit Ben sprechen, ich würde gerne mit Andreas sprechen, ich würde gerne mit Tobias sprechen, weil die sind so tolle Menschen. Wenn ich dann sehe bei dir im Video, würde ich gerne mit den Menschen treffen. Dann gab es schon Angebot, lass mal uns irgendwie einmal im Jahr, dass wir uns treffen, die Paare, die sich schon gefunden haben, damit wir uns wieder erinnern können, was wir alles erlebt haben, dass wir damit wieder austauschen können, dass wir diese Verbindung, diese Kontakte nicht verlieren. Meine Güte, wie schön ist das? Das ist wirklich wunderbar. Dann habe ich schon gesagt, naja, Jana und Andreas, die haben schon ein Hotel gekauft, dann können wir mal ab und zu mal gemeinsam Urlaub in Kroatien machen. Ja, das ist natürlich alles ganz toll, ganz toll. Toller Ablauf, tolle Leute, tolles Paar und diese Momente, ich glaube, die werden nie vergessen sein und diese Beziehungen von uns, die bleiben für immer und diese Bindung, die entstanden ist zwischen mir auch und den beiden Leuten, das ist einfach wunderschön. Und da machen wir tatsächlich ab und zu unsere Partys, keine Single-Partys, aber diese glückliche Partys, wo man tatsächlich diese Zeit unglaublich genießen würde. Und diese Partys sind mir auch wirklich ganz, ganz lieb. Ich möchte wirklich diese Partnersuche individuell begleiten, weil bei der Partnersuche, es läuft nicht alles, wie man denkt und erwartet. Man muss offen sein, man muss vertrauen, man muss zusammengehen, bis man die richtige findet. Aber dann, wenn man zusammen ist mit dieser Frau, und dann kann man feiern und dann kann man diese Partys machen. Diese Partys, diese Feierlichkeiten sind mir wirklich unglaublich wichtig und schön und lieber und da bin ich auch gerne dabei. Wir schauen, was wir ausdenken. Ich danke euch für eure Vorschläge und nochmal danke, danke euch, Jana und Andreas, dass ihr bei uns wart, dass ihr mir auch diese wunderschönen Momente geschenkt habt, dass ihr aus meiner Arbeit wirklich was Wunderschönes gemacht habt. Und ich bin wirklich sehr, sehr froh, dass diese wunderbaren Menschen zu uns gekommen sind, zu mir gekommen sind. Und ich bin wirklich stolz auf uns, dass wir solche Menschen angesprochen haben und angezogen haben. Ich wünsche euch allen viel, viel Glück und viel Liebe und Freude. Das war mein Wort zu dieser Ehe, Jana und Andreas. Und ich bin mir ganz sicher, diese Ehe wird Ewigkeit halten, weil die beiden Menschen, die geben 100% dem anderen alles Gute und Liebe und diese Gefühle, damit der andere sich wohlfühlt und bemühen sich wirklich beide zuerst geben. Und dann bekommen sie einfach automatisch zurück. Ich danke euch für diese Momente. Bis auf das nächste Video.